Hallo zusammen. An einem Freitag treffen wir uns wieder und wir waren quasi fast so weit, dass sie genug Einflusspunkte hat. Ihr fehlen nur noch 26 Einflusspunkte. Dann hat sie es geschafft. Und da ist jetzt nur noch die Frage, wie kriegen wir das hin? Feierabend hat sie. Ja, hat sie. Jetzt müssen wir die erstmal wieder hier fresh machen. So. Du schläfst. Du schläfst auch. Die Musik ist gut. Du sollst schlafen. Du bist am Quatschen. Du machst dann das. Du machst das. Du machst Hausaufgaben. Und du machst am besten gleich. Du machst dann auch gleich Hausaufgaben. Okay. Sehr gut. Und Aiden, danach isst du noch ein Stück Kuchen. Nee. Reste essen, Kürbiskuchen. Es gibt nur Kuchen in dieser Familie. Aber die Reste muss man halt auch erstmal loswerden, ne? Yeah. Das macht... Wer ist da wieder? Ferdinand? Tatsächlich. Ja, komm einfach rein, Ferdinand. Kein Problem. Du Lappen. Im Pool schnorcheln gehen. Ja, gucken, kriegen wir schon hin irgendwie. Dass du im Pool schnorcheln gehst, aber erstmal musst du jetzt Hausaufgaben machen. Dein Bruder macht auch schon Hausaufgaben. Musik ist gut. Yeah. So. Und dann... Hoffentlich klappt es dann, dass wir das schaffen, sie heute zur Meerjungfrau zu machen. Viele Punkte fehlen ja nicht mehr. Muhaha. Und ansonsten schicken wir sie noch ein bisschen Schrott sammeln oder sowas. Und dann wissen wir auch mehr. Boah, Aiden, du bist so schnell. Respekt. Dann kannst du ja gleich hier alles in allen Badezimmer benutzen. Dun, 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 dun. Ja, wir treffen uns heute mit der 14., weil wir sind ja auch ein Teil der 14., also einige von uns. Und dann haben wir das Clan-Treffen, voll gut. Ich freue mich. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt gerade noch ein bisschen Zeit gefunden habe für die Aufnahme. Ich habe das gestern irgendwie total verpeilt, die dann für heute quasi im Voraus aufzunehmen. Aber gut, und heute kommt auch noch ein neues Let's Play, aber das wird ihr vielleicht schon gesehen haben. Weil das wird immer so um 1 Uhr kommen. Und ja, das ist super, die beiden unterhalten sich hier, das ist schon mal sehr gut. Auf jeden Fall für die beiden ist es halt sehr gut, ne? Weil wie weit sind die denn miteinander bekannt? Quasi gar nicht. Und das, obwohl sie Zwillinge sind. Uncool. Du bist immer noch am Labern. Dann hör jetzt mal auf zu labern und geh mal hier duschen und sowas und dann kannst du auch mal was essen. Gefrorenes Hirn kannst du essen, lecker. Gönn dir. Die beiden Mädels schlafen, dann ist die eine von denen mal fit. Ja, du musst sowieso jetzt gleich aufstehen, wenn du Hausaufgaben machen musst. Weil dann kann er nämlich auch hier... Genau. So, genau, und hier, was willst du machen? Auf Monster prüfen, nein, das brauchst du jetzt auch nicht mehr. Du kannst stattdessen, könnten wir mal schnell für dich ein Outfit planen und dann auch dein Aussehen ändern. Und du hast Monster entdeckt? Ja, natürlich. Warum guckst du auch unter dein Bett? Ich hätte dir sagen können, dass da Monster sind. So. Alltagskleidung. Weil das, was sie da jetzt anhat, geht ja überhaupt nicht. Was haben wir denn hier Schönes? An fertigen Klamotten meine ich Schönes. Nee. Ist ja jetzt nicht so sensationell. Ah cool, die können ja auch hier Klamotten für imaginären Freund, wie süß. Okay, dann setzen wir was zusammen. Dann so eine Hose. Ja.
Was kriegst du dafür ein T-Shirt drauf an? Ja, nee, nicht mit so einem Halstuch. Nee. Ich glaube, das passt ganz gut, oder? Oder was ist das? Oh, wie süß. Quietschbunt. Was haben wir denn noch? Naja, nehmen wir das jetzt. Es ist jetzt kein sensationelles Outfit, aber es ist okay. Ein paar Schläppchen. Oder? Ja. Oder Flipflops. Kriegst du Flipflops? Was hast du zum Schlafen an? Ja, das ist ja... Ah ne, das ist Abendkleidung, nicht schlafen. Da kriegst du das. Jetzt Schlafsachen können wir so lassen. Sport? Ja, ist auch okay. Ist jetzt nicht das Schönste, aber können wir mal so lassen. Schwimmsachen geht mal gar nicht. Kriegst du einfach hier einen ganz einfachen Bahnanzug oder kann man hier auch was zusammensetzen? Ne, natürlich nicht. Und Outdoor, was hast du da an? Lass mal sehen. Dum, 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 dum. Machen wir so und fertig. Und jetzt noch eine andere Frisur. Eine etwas schönere Frisur. Die gefällt mir nämlich jetzt nicht so sonderlich. Aber bei den beiden scheint es nicht geklappt zu haben mit imaginären Freunden. Aber vielleicht klappt das später noch. Ich habe doch... Habe ich mich vertan? Boah. Ja, alles wunderbar. Ich meinte doch eigentlich Aussehen ändern. Habe ich das nicht gemacht? Habe ich zweimal da drauf geklickt. Das ist natürlich auch sehr gut. Fantasius, was willst du denn machen? Nee, du brauchst dein Aussehen nicht überprüfen. Geh mal Wander füttern. Aha. Wollte schon sagen. Ja, grüß dich. Winke, winke. Gibt's hier denn hier schöne Frisur an mit hier so, ne? Zwei Zöpfen. Pferdenschwanz. Oh Gott. Haarreifen. Nee, die sieht so brav aus, aber ich finde, sie wirkt überhaupt nicht brav. Oder? Findet ihr, sie wirkt brav? Nee, oder? Was ist das? Ah, da sieht alles so brav aus. Nee, dann gucken wir doch mal bei den Frisuren hier. Ja, das ist ganz süß. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so. Augenbrauen. Lassen wir auch noch so. Dann machen wir so. Und dann ist die kleine Maus auch schon fertig. Weil Make-up kriegt sie ja in dem Alter noch nicht. Wir wollen ja nicht übertreiben. Früher habe ich das immer gemacht, bei Sims 1 oder so, oder Sims 2 war das. Da habe ich schon die Kinder geschminkt. Aber wir wollen ja realistisch bleiben, ne, Freunde? So, ich muss jetzt los. Ja, wer hat dich überhaupt eingeladen? Ich habe noch niemals gesagt, dass du hier hinkommen sollst. Oh Mann, ess mal hier das Müsli. Und was machst du? Boah, was ein Krach hier oben. Du hast nichts zu tun? Dann geh doch mal schlafen. Im Bett von Cheyenne schlafen. Cheyenne, machst du deine Hausaufgaben? Machst du. Sehr gut. Du musst dich halt ein bisschen beeilen, ne? Möchtest du eine Poolparty veranstalten? Heute ist Mußetag. Das heißt, ihr habt heute noch nicht mal Schule. Na gut. Ja, okay. Das ist schön, dass du mit Esmeralda spielst. Was machst du? Ja, genau. Du isst was und danach kannst du eigentlich mal hier, ne, alles in allem Gedöns nutzen. So, prüfen wir dich mal. Du bist immer noch nicht ausgeschlafen und hast auch immer noch nicht genug Einflusspunkte. Aber wir wollen doch jetzt hier endlich mal handeln. So, der Schrottplatz war irgendwo hier da. Müllhalde besuchen und zwar Hobbygaloppi. Was macht die Mama? Immer noch schlafen. Was machst du? Wissen wir nicht. Okay. Was könnten wir denn mit dir machen in der Zeit, Fantasius? Ah, du kannst doch eigentlich mal runtergehen. So, hier hingehen quasi. Wenn du hier unten angekommen bist, kannst du dann mal mit deinem Töcherchen noch ein bisschen quatschen. Weil du willst ja als
beste Freundin haben und dann sollten wir das auch hinkriegen. Und du gehst gleich mal ein bisschen Müll gammeln, ein Objekt kaufen, auch eine Poolparty veranstalten. Was machst du jetzt? Nichts. Okay, dann warten wir hier schnell auf den Papa. Und Aiden ist am Singen, ne? Esmeralda vorsingt. Schon süß. Wer hier am Singen ist. So, dann kannst du mal ein bisschen hier kennenlernen und freundlich nach Tag fragen. Freundlich plaudern. Freundlich tratschen. Freundlich von Hunden schwärmen und lustig Grimasse schneiden. Das finden Kinder auch immer toll. Fratzen schneiden. Was mit dir? Du willst auch wieder hier Freunde treffen, finden. Aber dann musst du vorher hier erstmal mit ihm noch plaudern. Und dann gucken wir mal, dass du mit deinem Töchterchen, mit der großen Tochter dann... Ja, die muss aber auch erstmal wieder hier ein bisschen soziale Leistungen aufbauen. Ja, kannst ja dann eigentlich direkt mit deiner Mama machen. Aber erst, wenn du die Hausaufgaben geschafft hast. Ne? Dann gehen wir in der Zeit hier nach oben, dann kannst du das alles im allen Badezimmer benutzen. Du schläfst, sehr schön. Ihr quatscht, du spielst. Cheyenne hat in ein paar Tagen Geburtstag. Echt? Shit, ja, vorher müssen wir aber noch schaffen, dass deine Schwester auszieht. Weil wir wollen ja auch, dass Lara auch noch und dann 8 Leute und die alle ausziehen lassen. Mein Gott, was ein Chaos. Ja, wir müssen schon gar keinen Müll mehr suchen gehen. Machen wir hier direkt, zack, Lebenszeitbelohnung und mehr Jungfrauentagen kaufen. Zack, nicht mehr schlafen, Inventar. Seetang essen. Und dann müssen wir mit dir tauchen gehen. Schauen wir mal, was dann passiert. Ess das mal. Du solltest auch schlafen. Und jetzt sagst du, es ist nichts passiert. War lecker, aber ich fühle mich noch genauso wie vorher. Jetzt müssen wir schnell handeln und dann schnell tauchen gehen. Und zwar... Wo ist denn hier der Spaß? Hallo? Wo ist denn hier so eine Tauchstation? Die einfache Gruft hier, da, ne? Felsenriff, dann gehst du da jetzt schnell tauchen. Und ich will, dass das dann verdammt nochmal klappt. Sonst raste ich aus hier. Weil sonst habe ich diese ganzen Punkte jetzt umsonst gemacht und das nutzt einfach nichts und das ist ja scheiße. Deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt klappt, weil, und wenn nicht, dann lasse ich es jetzt trotzdem ausziehen, weil langsam reicht es mir, echt. Und Star Nara angefreundet. Ist dein Wunsch dabei auch in Erfüllung gegangen? Ja. Sehr gut. Du bist auch fertig? Gut. Dann benutzt mal das Badezimmer. Oh Gott, uns rennt ja schon wieder die Zeit davon. Warum quatschst du mit der Alten? Du sollst schwimmen, du sollst tauchen gehen. Und zwar schnell. Verdammte Acke. Geh jetzt tauchen. Los. Lauf, Forrest, lauf. Ja, Brief. Was? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Okay. Okay. So, du bist hier. Wo ist die Mama? Alles im allen Badezimmer benutzt Mama. Okay. Dann mach du doch... Was machst du dann jetzt? Schnell. Und ihr seid immer noch am Quatschen? Was hast du denn noch für Wünsche? Lifestyle der Reich und Berühmten. Ja genau, das musst du ja als Kind auch schon unbedingt als Wunsch haben. Reste vom Kuchenstück essen, sehr gut. Du bist da, dann... Stopp. Quatsch mal mit der Mama ein bisschen. Plaudern. So, halt die Mama mal auf, freundlich. Kennenlernen. Nach Kompliment über Klugheit machen. Nach Tag fragen. Bedürfnis nach Sport ausdrücken. So, dann werdet ihr vielleicht auch wieder Freunde. Bist du schon angekommen? Mutierst du jetzt zur Meerjungfrau? Warum? Wieso? Och, Manno. Nee, werd mal jetzt zur Meerjungfrau. Warum hat das jetzt schon wieder nicht geklappt? Das finde ich echt scheiße.
Echt jetzt? Es ist alles noch wie vorher. Okay, das finde ich echt scheiße. Ist ohne Scheiß. Was möchtest du? Einen Fisch beim Tauchen fangen. Ja, super. Ja, dann fang mal den Fisch. Ja gut, Freunde, dann muss ich mich halt an dieser Stelle verabschieden. Mich ärgert das jetzt echt, weil wir haben jetzt so lange, wisst ihr, haben wir so lange auf diese blöden Punkte hingespart und dann wird sie einfach nicht zur Meerjungfrau. Und ich mir denke, was soll das denn? Und das finde ich kacke. Finde ich einfach nur kacke. Weil ja, haben ihr das jetzt gegeben, nicht aus dem anderen Inventar genommen. Nein, wir haben es ihr gegeben. Ein Meerespolypen. Aha. Ja, geht. Dann kannst du eigentlich wieder nach Hause gehen. Wenn du jetzt nicht zur Meerjungfrau wirst, kannst du jetzt auch wieder nach Hause gehen. Weil, das finde ich schon blöd. Echt. Dann fahren wir jetzt mit ihr schnell nach Hause. Ich habe jetzt echt gedacht, sie nimmt den Meerjungfrauentag und dann... Naja. Blöd. Ist halt dumm gelaufen. Aber dann lassen wir sie jetzt auf jeden Fall am Montag rausziehen. Weil das ja nicht geklappt hat. Oder geht das, wenn ich mit ihr einfach nur schwimme? Ich prüfe das nur noch mal ganz schnell. Ich habe halt gedacht, das wäre logisch, wenn wir mit ihr tauchen gehen. Dass es dann klappt. Aber auch nicht. Naja. Schade, schade, Schokolade. Es hat nicht geklappt.